Es ist Samstag, der 19. Dezember 2020. Herzlich willkommen zu It's Showtime, die Samstagabendshow live aus Franken. Wir bringen euch Weihnachtsfeeling direkt zu euch nach Hause. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better watch out. I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. Herzlich willkommen zu It's Showtime, die Weihnachtsausgabe. Hier ist Dankeschön. Ihr Moderator des heutigen Abends, Max Dettenthaler. Guten Abend, It's Showtime, die Weihnachtsausgabe, live aus der Reichswaldhalle in Feucht. Mittlerweile zum dritten Mal. Heute bringen wir euch ein bisschen Weihnachtsfeeling nach Hause. Nach Wochen, Monaten ohne Kultur wird es heute mal wieder laut, jedenfalls in eurem Wohnzimmer. Denn wir haben alles, was man für eine Weihnachtsfeier braucht. Wir haben Musik, wir haben Talkgäste, wir haben Unterhaltung und freuen uns auf die nächsten beiden Stunden bei It's Showtime. Und ich sehe gerade, bei uns im Showtime-Wohnzimmer, da ist ja schon der Weihnachtsmann. Wer ist das denn? Ho, ho, ho. Ja, hallo erstmal, lieber Weihnachtsmann. Ein bekannter Weihnachtsmann, also Nebenjob jetzt Weihnachtsmann. Wie kam's? Schau mal, dein Mikrofon, lieber Weihnachtsmann, muss ein bisschen... Ist so, ja, jetzt besser, ja, super. Ein bisschen näher? Näher noch. Jetzt hört man mich, prima, ne? Jetzt habe ich so eine gewaltige Stimme, aber trotzdem reicht es nicht ganz ohne Mikro, ja. Ja, schön erstmal, dass du da bist. Du hast einen ganzen Sack voller Geschenke dabei. Ja, natürlich. Ganze Zeit aktiv. Ja, und die sind alle für mich natürlich, hoffentlich.
Ich denke, da sind für andere auch was dabei, also nicht nur für dich. Naja, da hast du schon so viel. Das schauen wir dann später mal. Jörg, du bist heute zuständig, oder lieber Weihnachtsmann, du bist zuständig für die Geschenke, denn wir haben einige Verlosungsaktionen. Du kommst dann immer rein, bringst dein Geschenk mit, also natürlich, wenn du Zeit hast natürlich. Ne? Ja, ich mache aber noch mal eine Runde hier in Feucht, aber dann komme ich zwischendurch immer hierher. Alles klar. Dann Bescheid dann. Ich danke dir. Eine Weihnachtsshow liegt vor uns und ein Highlight hat ja schon den Abend eröffnet. Michael Poteet, er war im letzten Jahr der Finalist von The Voice Senior. Er war im Team von Yvonne Katterfeld bei The Voice Senior bei Sat.1. Dort hat er ein Millionenpublikum begeistert. Und einige Künstler stehen heute auf der Showbühne von It's Showtime und einige sitzen auch bei uns, unter anderem Dagmar Wörth zum Beispiel. Wir werden live zu ihr nach Berlin schalten. Außerdem Michael Wiesinger vom 1. FC Nürnberg und Oliver Tissot, bekannt von Fastnacht in Franken. Er wird ebenfalls dabei sein bei It's Showtime, die Samstagabendshow live aus Feucht, live aus Franken. Also ich hoffe, ihr habt euch schon vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt einen Glühwein. Der ist ganz wichtig. Lebkuchen sind wichtig. Ihr könnt euch gerne einkuscheln in eine Decke auf dem Sofa. Macht es euch bequem. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und übrigens könnt ihr auch per YouTube an diesem Stream interaktiv euch so ein bisschen beteiligen. Schreibt gerne in unseren YouTube-Chat, wenn ihr Weihnachtsgrüße zum Beispiel habt, wenn ihr Fragen habt. Wir haben unsere YouTube-Moderatoren, die sich genau darum kümmern, eure Fragen beantworten. Und mit etwas Glück erscheinen eure Weihnachtsgrüße direkt hier bei uns bei It's Showtime. Was gehört normalerweise zur Weihnachtszeit dazu? Naja, vielleicht ein paar Stunden auf dem Weihnachtsmarkt in Feucht oder generell in der Region. Natürlich leckere Bratwurstweckler und, was ist auch noch wichtig, weihnachtliche Musik. Und um die kümmert sich normalerweise bei den Weihnachtsmärkten in der Region Oliver Schott. Und der steht jetzt auf der großen Showbühne von It's Showtime. Oliver Schott begeistert dort eigentlich immer die Menschen in der gesamten Region. Er ist eigentlich auf jedem Weihnachtsmarkt vertreten mit seinem Golden Gospel Chor und er steht jetzt bei uns auf der großen Showbühne von It's Showtime. Also schon mal Fernseher laut drehen, Boxen laut drehen. Hier ist Oliver Schott. My darling,
Oliver Schott, er wird uns auch später nochmal verzaubern, denn normalerweise ist er, wie gesagt, auf den Weihnachtsmärkten in der Region unterwegs. Heute ist er bei uns und zaubert euch Weihnachtsfeeling direkt nach Hause. Hinter uns liegt ein kurioses Jahr, das Jahr 2020, welches uns mit Sicherheit für immer in Erinnerung bleiben wird. Der Alltag, der hat sich für uns komplett verändert und auch der Urlaub war in diesem Jahr kaum möglich. Wie beim Flug in den Urlaub, ja, geht es jetzt bei uns hoch hinaus mit einem Piloten, mit Sokje Kim auf Instagram. Da kennt man ihn vor allem als Cockpit Buddy. In seinem neuen Buch beantwortet der Pilot 100 Fragen über die Luftfahrt und das Leben als Pilot. Herzlich willkommen im Studio, Sokje Kim, hallo. Hallo Max, hallo da draußen, schöne Weihnachten. Erstmal freut es mich sehr, dass du die Reise auf dich genommen hast. Erstmal die wichtigste Frage, bist du hergeflogen oder gefahren? Ich bin gefahren, es gibt keine Flüge von Stuttgart nach Köln. Ja, vielleicht mit dem Privatjet, da einfach schnell selber fliegen. Nein, Quatsch. Ja, du hast für mich und viele andere einen sehr interessanten Beruf. Du bist Berufspilot und regelmäßig fliegst du die Boeing 747. Du fliegst mit der Boeing 747 durch die Welt. Was ist das für ein Gefühl, mit der Boeing 747 abzuheben? Also unglaublich, wirklich. Also eins der schönsten Gefühle überhaupt, ja, zu starten und zu landen. So ein Riesenflugzeug, die Königin der Lüfte. Also für mich auch jedes Mal wieder aufs Neue. Ein Lächeln zaubert es mir ins Gesicht jedes Mal, wirklich. Ja, und viele haben vielleicht ja auch den Traum, Pilot zu werden. Gerade ein Kindheitstraum ist es ja schon. Viele sagen, ja, ich möchte auch mal Pilot werden. Was rätst du vielleicht auch aktuell denjenigen, die Lust drauf haben, Pilot zu werden? Was sind die ersten Schritte und ist es überhaupt eine gute Idee, Pilot zu werden? Also für mich war es auch ein Kindheitstraum, muss ich ganz ehrlich sagen. Seit ich 6 Jahre alt bin, habe ich diesen Berufswunsch. Und ich sage immer, folge deinem Herzen. Ja? Also wenn das dein Wunsch ist, dann bitte folge deinem Herzen und mach das, auch wenn die Krise ist. Auch ich habe Krisen durcherlebt, war 2, 3 Jahre lang arbeitslos, war nicht so einfach. Und auch jetzt, die Absolventen jetzt haben es natürlich nicht so leicht. Aber ich glaube, wenn man seinen Traum verfolgen möchte und wirklich daran glaubt, dann wird es auch in Erfüllung gehen. Ja. Also du hast immer an deinen Traum geglaubt. Und wie war das dann am Anfang damals für dich? Hast du dann, macht man eine Ausbildung oder ein Studium? Oder wie läuft das generell ab, diese Pilotenausbildung und vor allem auch der Auswahlprozess am Anfang? Ist ja erstmal schwierig reinzukommen. Ja, man hört ja viel von diesem Pilotentest. Aber im Endeffekt bewirbt man sich bei einer Airline oder man geht auf eine freie Flugschule. Und dann ist es einfach, hat man ungefähr 2 Jahre lang Ausbildung und ist dann hinterher hat man diesen die Fluglizenz, ATPL genannt. Und dann kann man sich bei Airlines bewerben. Und die Bewerbung bei den Airlines, das ist meistens das Schwierige. Ja. Und wenn man jetzt Pilot ist, ich denke, dann werden einem oft immer wieder die gleichen Fragen gestellt und die beantwortest du in deinem neuen Buch. 100 Fragen beantwortest du da. Gab es eine Frage, die dir vielleicht besonders oft gestellt wird? Ja, es wird viel gefragt, zum Beispiel, bei welcher Airline ich fliege, ob ich Co-Pilot bin oder richtiger Pilot, wie lange ich schon fliege, welche Strecken ich fliege. Es sind schon die Top 10 habe ich da gleich ins erste Kapitel gepackt, weil es doch immer wieder dieselben sind. Ja. Und die kann man alle im Buch nachlesen. Und natürlich die Frage mit dem Tomatensaft. Ne? Ja, genau, die darf man nicht vergessen. Ja. Warum wird eigentlich Tomatensaft an Bord getrunken? Ja, und unten nicht. Ne? Also ich trinke, wenn dann in der Luft, Tomatensaft, aber unten am Boden eher weniger. Auch ja. Darum geht es in deinem Buch. 100 Fragen beantwortest du. Hast du eigentlich das Buch komplett selber geschrieben oder gab es eine Autorin? Nee, das habe ich alles selber geschrieben. Ich habe ja einen Podcast auch, Cockpit Body Podcast. Und da beantworte ich sowieso schon seit längerer Zeit Fliegerfragen. Und dann habe ich mir irgendwann die Idee gekommen, okay, ich packe das jetzt alles mal in ein Buch, die 100 häufigsten gestellten Fragen und die habe ich dann alle runtergeschrieben. Das war jetzt auch ein Mehrjahresprojekt auch, ja. Und jetzt habe ich die Zeit von Corona natürlich genutzt und konnte es dann dieses Jahr veröffentlichen, ja. Und jetzt haben wir dein Buch schon ausführlich gelesen und da ist uns aufgefallen, eine Frage hast du nicht beantwortet, nämlich das Verhältnis zwischen Piloten und Stewardessen. Das lustigerweise habe ich das beantwortet im Hörbuch. Ah. Also die Leute, die das Hörbuch nehmen, da habe ich ein extra Bonuskapitel aufgenommen. Und genau da habe ich diese Frage beantwortet. Auch die Frage kommt sehr häufig, oft meistens von Männern, wie das ist mit den Beziehungen zwischen Flugbegleitern und Piloten. Ja. Ja, und kannst du da irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern? Es gibt natürlich Beziehungen. Ich kenne viele Kollegen, die sind verheiratet, haben auch Familie, Kinder und sowas. Ja.
Und das ist, glaube ich, wie in jedem Betrieb auch. Da menschelt es natürlich auch. Und da, wo man sich häufiger trifft, da entstehen natürlich auch Beziehungen. Ja. Und dein Buch ist jetzt mittlerweile überall im Handel, auch perfekt noch als kurzfristiges Weihnachtsgeschenk. Also wenn man noch schnell ein Weihnachtsgeschenk braucht, in den Buchhandel oder, ja gut, in den Buchhandlungen gehen es gerade ein bisschen schwierig, aber online bestellen oder vorbestellen und dann kann man, hat man ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Es gibt es leider nicht im Buchhandel, sondern ich habe es selber vertrieben, selber verlegt und das gibt es bei mir auf der Homepage einfach. Und es ist zurzeit aktuell noch umsonst, nur für Portokosten und man kann sich da einfach holen. Es ist wirklich ein Weihnachtsgeschenk von mir an die Leute, die so flugbegeistert sind. Und wir haben jetzt noch eine Überraschung, denn auch wir haben ein Weihnachtsgeschenk. Wir haben nämlich ein paar Bücher zu verlosen. Da freuen wir uns auf unseren Weihnachtsmann. Mit einem Buch, da kommt er ja schon. Ja, genau, stellst du einfach ab, lieber Weihnachtsmann. Perfekt. Vielen Dank. Und das Buch, das könnt ihr jetzt auf unserem Instagram-Kanal erwerben oder euch gerne beteiligen. Klickt euch rein auf Instagram, unser großes Gewinnspiel. Wir verlosen das Buch von Sokche Kim. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Also gerne, gerne das Buch online auf der Website shoppen oder jetzt gleich beim Gewinnspiel teilnehmen. Ja, Weihnachten ist ja ein Fest des Schenkens. Viele beschenken sich gegenseitig, sei es ein Geschenk an die Freunde, an die Familie. Es gibt viele Geschenkideen, die man auch jetzt hat und vielleicht kommt die ein oder andere Idee auch nicht immer ganz so gut an. Was war eigentlich euer schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Wir haben euch mal gefragt. Whisky. Hässliche Schuhe. Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ne? Waren alle gut. Ja, das Schlimmste ist immer, wenn du von der Mama Socken bekommst. Ne? Total unnötig. Ich glaube, das weiß ich von meiner Oma, so ganz viele Parfümreste bekommen habe, die sie so irgendwo noch zu Hause rumliegen hatte. Es gab viele, aber ich denke, ein Digitalradio. Ganz viel Schokolade, weil davon wird man doch immer dick. Ich habe so Star Wars Socken von meinem Bruder bekommen, aber mittlerweile trage ich die total gerne eigentlich. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit den Weihnachtsgeschenken. Da ist auch mal was dabei, was vielleicht nicht so gelungen ist. Und ihr könnt gerne euer schlimmstes oder nicht gelungenes Weihnachtsgeschenk in den YouTube-Chat schreiben. Gerne mal einen Kommentar schreiben, was euch da so spontan ins Gedächtnis kommt. Da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns jetzt auf ein Duo auf unserer Bühne. Wir kennen vielleicht noch Anthony Liam. Der ein oder andere hat ihn noch im Gedächtnis als A-Police. Er stand schon mehrmals auf der großen Showbühne von It's Showtime und heute hat er sich Unterstützung geholt. Anthony Liam heute mit Fugi auf der Bühne von It's Showtime. Bleibst du der Narbe treu und tut's nicht mehr weh? Hier unten kann man dich so schlecht sehen. Durch meine Brille siehst du rosa. Du bist nicht einfach so da. Ich reiß dich raus aus deinem Koma. So grau es scheint, das Schwarz ist noch nicht so nah. Durch meine Brille siehst du, du wirst dich öffnen, noch falls ich wie eine Moje. Komm, Sada, war das Licht in Sicht, wenn du es zulässt. War das bis die Zeit vergeht, siehst du, wie sich die Erde dreht. Dein Body, Body, weiß nicht, wo es steht. Du scheinst so blühen, checkst, ob der Wind richtig weht. Wurzeln in der Erde, doch weiß nicht, wo du stehst. Bleibst du der Narbe treu und tut's nicht mehr weh. Hier unten kann man dich so schlecht sehen. Durch meine Brille siehst du rosa.
einfach so da. Ich reiß dich raus aus deinem Koma. So grau es scheint, das Schwarz ist noch nicht so nah. Durch meine Brille siehst du rosa. Auf unserer großen Showbühne bei It's Showtime. Vielen Dank euch beiden. Anthony Liam und Foley. Wir werden die beiden auch gleich nochmal auf der großen Showbühne sehen. Wir hatten ja gerade schon etwas für unsere Leseratten, das neue Buch von Sokja Kim. Und jetzt gibt es Entspannung pur. Denn für alle, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, wie wäre es mit einem Gutschein für die Vita Lounge? Entspannung pur bei Haare Olaf Krebs in Feucht. Ja, herzlich willkommen in unserer Vita Lounge. Schöpfen Sie neue Kraft, neues Potenzial in einem Raum der Ruhe und der Stille und genießen Sie Ihre Wunschdienstleistung vom Haarschnitt über Frisur, über Detox-Behandlung, Entgiftung der Kopfhaut und besondere Spezialitäten für Ihre äußere Schönheit und für Ihre innere Ruhe. Man könnte auch sagen, für Ihre innere Schönheit. Schöpfen Sie Kraft und Energie in unserer Vita Lounge. Natürlich für den Mann und auch für die Frau. Als Mann genießen Sie 60 Minuten mit einem Haarschnitt inklusive Kalligrafie, inklusive Pflege für die Kopfhaut, inklusive unserem Vita Hairlight und einige Minuten der Entspannung und der Ruhe, um Kraft und Energie zu schöpfen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit der Vita Lounge Geschenkgutschein für Sie und für ihn. Erhältlich unter www.olaf-krebs.de. Wir schicken Ihnen gerne Ihren individuellen Gutschein nach Hause. Also
Sobald die Friseursalons wieder geöffnet haben, erlebt ihr Entspannung pur bei der Vita Lounge bei Intercafé Haare Olaf Krebs in Feucht. Jetzt schon mal online euren Gutschein erwerben unter olaf-krebs.de. Ja, an Weihnachten, da denkt man vielleicht immer wieder an magische Momente. Und magisch wird es jetzt auch bei It's Showtime. Ich habe auch mal vor ein paar Jahren gezaubert, im Alter von 4 Jahren. Hey, ja, Burik, Zaubertrick. Bravo. Oh. Ja, und ich kann auch jetzt noch zaubern. Achtung, es braucht dafür nur ein Tuch. Meine Hand ist leer. Meine Hand unter das Tuch und jetzt sagt mir der Kameramann eine Zahl zwischen 1 und 5. 4, sagt er, okay, und? Oh, es verbergen sich 4 Finger unter dem Tuch. Wahnsinn. Okay, ich weiß, der war schlecht. Unser Magier-Duo aus Erlangen kann es ein bisschen besser. Das Magier-Duo Limax jetzt auf der großen Showbühne von It's Showtime. Lasst euch verzaubern.
Magische Momente waren das auf der Showbühne von It's Showtime, das Magier-Duo Limax. Und magische Momente können wir in der aktuellen Zeit auch denjenigen bescheren, denen es vielleicht nicht so gut geht. Bei Spendenaktionen und Spendengalas, die gerade in der Vorweihnachtszeit oft stattfinden. Und eine Unternehmerin, die sich oft sozial engagiert, ist Dagmar Wörl. Sie setzt sich zum Beispiel für das Tierheim in Nürnberg ein. Eine Frau mit vielen Facetten, denn sie war zum Beispiel im Jahr 1977 Miss Germany, also eine Frau, die wir aus einigen Bereichen kennen könnten. Wir schalten jetzt live zu ihr. Frau Wörl, können Sie mich hören? Sehr gut sogar. Wo erreiche ich Sie gerade? Ja, Sie erreichen mich momentan in Berlin. Ja, dann viele Grüße in die Hauptstadt. Frau Wörl, Miss It's Showtime findet mittlerweile zum dritten Mal statt, live aus der Reichswaldhalle hier in Feucht. Letztes Mal haben wir am Tag zuvor noch Miss Nürnberg produziert, ebenfalls live aus der Halle. Eine Show mit vielen Models auch auf der Bühne, die große Miss Nürnberg-Wahl. Und Sie waren ja auch mal dabei bei einer Miss-Wahl, und zwar bei der großen Miss Germany-Wahl im Jahr 1977. Wie war damals das Gefühl, als Miss Germany gekürt zu werden? Also sehr, 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 sehr lange her. Das ist ein ganz anderes Leben gewesen. Natürlich war es ein schönes Gefühl. Man geht ja auch in einen Wettbewerb, wenn man auch ihn gewinnen möchte. Ja, und wenn man natürlich das Glück hat, dann als Erste, als Siegerin hervorzugehen, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Ja, und Sie haben ja dann auch Miss Germany gewonnen. Warum haben Sie damals eigentlich mitgemacht? Das würde mich mal interessieren. Das wollen Sie jetzt aber nicht wirklich wissen, oder? Ja, das war ganz witzig. Ich war ja damals Studentin. Ich habe Jura studiert in Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität. Und ich hatte so ein unmöglichen altes Mini-Cooper, also das fast nicht über die Stadtgrenze hinaus geschafft hat. Und ja, eigentlich ganz profan. Es gab ein Auto zu gewinnen. Und ich habe gedacht, na, vielleicht klappt es. Es hat geklappt. Ja, und dann hatten Sie schnell ein neues Auto. Ah, oh, toll. Oh, ich weiß jetzt noch wie heute. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein neues Auto hatte. Es war ein Mercedes gewesen, damals ein 200er, schneeweiß. Und ich durfte ihn damals auch abholen, direkt ab Werk, weil ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe da noch Blümchen bekommen und sowas, alles sowas so ist. Aber der Geruch von dem neuen Auto, ich glaube, das werde ich nie vergessen. Stelle ich mir als ein sehr schönes Gefühl vor. Bei Miss Germany, da geht es ja um Schönheit. Man denkt vielleicht auch als erstes an Schönheit, wenn man an Miss Germany denkt. Was bedeutet für Sie persönlich eigentlich Schönheit? Nein, also für mich, Sie müssen sehen, Schönheit ist immer, hängt immer im Auge des Betrachters. Für jeden ist Schönheit etwas anderes. Schönheit kann eine tolle Landschaft sein, schöne Wiese sein. Es kann ein Tier sein, das man über alles liebt. Ich glaube, Schönheit hat etwas damit zu tun, wie Menschen sind, welche Ausstrahlung sie haben und wie sie auch dann auf andere Menschen wirken. Jetzt denkt man sich vielleicht, ja, Miss Germany liegt ja schon so ein paar Jahre zurück bei Ihnen. 1977 war Ihre Teilnahme bei Miss Germany, aber Sie sitzen auch jetzt in der Jury zu Miss Germany. Im kommenden Jahr, im Februar, ist die Aufzeichnung, die Live-Übertragung aus der Europa-Park-Arena in Rust. Worauf achten Sie bei den Teilnehmerinnen? Ja gut, es hat sich natürlich sehr, sehr viel geändert innerhalb von 40 Jahren. Heute sind die Wahlen, die großen Wahlen, laufen auch nicht mehr im Bikini ab, wie es früher gewesen ist, dass man hier über den Laufsteg läuft, sondern es wird sehr viel Wert gelegt, auch noch mehr Wert gelegt auf Persönlichkeiten. Man muss auch nicht mehr ledig sein. Heute, letztes Mal, war eine Schwangere dabei, es waren verheiratete Frauen dabei, ältere Frauen dabei.
Die letzte Miss Germany ist ja auch schon älter gewesen und sehr erfolgreiche Unternehmen. Also es hat sich sehr, sehr viel gewandelt zum Guten. Es wird, ja, die Präsenz, die Repräsentanz der Frau wird mehr in den Vordergrund gestellt. Und Sie sind ja wirklich bei vielen Projekten aktiv. Jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das Miss Germany-Finale. Aber generell sind Sie sehr engagiert im sozialen Bereich, unter anderem beim Tierheim in Nürnberg, habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Gibt es vielleicht ein Projekt, wofür Sie sich besonders gerne einsetzen? Ja gut, der Tierschutz war für mich schon immer wichtig, aber das ist mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden. Das führt auch mein Sohn heute fort. Mein Sohn hat ja verschiedene Hotels und in jedem Hotel gibt es auch ein Haustier. Ja, das ist auch so mit übernommen. Also Tierschutz war für mich immer eine große, große Herzensangelegenheit, viel, viel länger als die Politik. Und ich habe früher immer gesagt, ich werde noch im Tierschutz aktiv sein, da bin ich schon längst aus der Politik heraus, was sich jetzt ja auch bewahrheitet. Ich bin immer noch sehr, sehr gerne bei uns im Tierheim und dort auch noch sehr, sehr gerne Präsidentin. Ja, wir haben leider keinen Studiohund oder so, wir haben nur unseren Hygienemanager Kilian. Ja, bei dem Engagement kann ich mir vorstellen, dass es wirklich einige emotionale Momente auch gibt, die da in Erinnerung geblieben sind. Gibt es eine Begegnung, woran Sie sich besonders gerne erinnern? Wissen Sie, wenn man sich sozial engagiert, gibt es einem sehr, sehr viel. Es ist sehr viel Arbeit, die ehrenamtliche Arbeit kostet Zeit, sie kostet auch manchmal Nerven, es ist auch manchmal ärgerlich. Aber das Ergebnis, was man dann bekommt, wissen Sie, wenn ich heute in meinen sozialen Projekten im Ausland unterwegs bin und sie besuche und sie und zu evaluieren, schauen, wird das Geld auch richtig eingesetzt, was wird noch benötigt, wie kann man auch weiterhin helfen. Und die Kinder kommen auf einen zu und sie freuen sich und die lachen sich und das ganze Gesicht ist leuchtet. Das ist der schönste Lohn für das alles, was man vorher vielleicht auch investieren musste an Engagement. Und das kann dann keiner mehr nehmen. Aktuell finden ja viele Spendengalas statt, viele Spendenaktionen, viele Menschen engagieren sich gerade eben zu Weihnachten. Wie wichtig halten Sie dieses Engagement, auch gerade an Weihnachten? Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man es nicht nur an Weihnachten spendet, sondern dass man auch sonst immer ein offenes Herz hat, eben für die Armen, für die Schwachen. Und es sind ja auch meistens größtenteils die Kinder auf dieser Welt, die sich ja selbst nicht helfen können. Sicher erhofft man sich natürlich eine größere Spendenbereitschaft an Weihnachten. Aber eigentlich sollte man schon drüber nachdenken, ob man sich nicht vielleicht auch dauerhaft vielleicht mit engagieren möchte, vielleicht mit einer Patenschaft. Das kann man machen mit einer Patenschaft im Tierheim, das kann man machen mit einer Patenschaft bei UNICEF und bei anderen Organisationen. Und das sind 10, 20 Euro im Monat und man kann immens viel helfen mit diesem Betrag. Vielen Dank Ihnen, Frau Wörl, und wir werden später auch nochmal nach Berlin zu Frau Wörl schalten. Wie Dagmar Wörl hat auch unsere nächste Künstlerin schon sehr früh begonnen, ihr Talent weiter zu verfolgen. Auch bei dieser Ausgabe geben wir wieder jungen Talenten die Chance, sich auf der Bühne bei It's Showtime zu präsentieren, vor den vielen Kameras und quasi bei euch im Wohnzimmer zu stehen. Die nächste Künstlerin heißt Lisa Hettinger. Sie wohnt erst seit kurzem in der Nürnberger Region. Sie studiert hier, war zwar noch kein einziges Mal am Campus, aber sie studiert aktuell online. Sie freut sich, wenn sie dann mal den Campus kennenlernen kann und vor allem auch ihre Mitstudierenden, ihre Kommilitonen. Wir freuen uns auf der großen Showbühne auf Lisa Hettinger. Everything inside me cries for order. Everything inside me wants to hide. Is this shadow an angel or a warrior? If God is pleased with me, why am I so terrified? Someone help me, I am only dreaming. Someone help me see with heaven's eyes. And before my head agrees, my heart is on its knees. Blessed am I, holy is he. Be born in me.
trembling heart. Somehow I believe that you hold me. I will hold you in the beginning, you will hold me in the end. Every moment in the middle, make my heart your Bethlehem. Be born in me. All this time we've waited for the promise. All this time you're banging for my arms. Did you wrap yourself in the unexpected? So we might know that love would go this far. Be born in me. Be born in me. Trembling heart, somehow I believe that you hold me. I will hold you in the beginning, you will hold me in the end. Every moment in the middle, make my heart your Bethlehem. Be born in me. I am not brave, I never be. The only thing my life can offer is vacation sea. I'm just a girl, nothing more. But I'm big, I am yours. Lisa Hettinger auf der großen Showbühne bei It's Showtime, der Samstagabendshow live aus Franken. Danke dir! Und Lisa Hettinger wird im kommenden Jahr bei den Castings auf der Bühne stehen bei Greatest Talent. Und mit etwas Glück, dann sehen wir sie auch bei Greatest Talent im Finale dann im kommenden Jahr. Wenn ihr ein Talent aus den Bereichen Tanz, Gesang, Akrobatik oder Entertainment habt, dann gerne bewerben zu den Castings auf greatest-talent.de. Wenn ihr in den letzten Tagen unterwegs wart in der Nürnberger Region, dann könnte es durchaus sein, dass ihr einen Weihnachtsmann gesehen habt auf unserem Showtime-Werbeappell. Vielen Dank auch nochmal an Kult Mobile Marketing
für die Unterstützung bei It's Showtime. Und jetzt wird es sportlich bei uns im Studio. Wir freuen uns auf Michael Wiesinger vom 1. FC Nürnberg. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, servus. Herzlich willkommen im Studio von It's Showtime. Sehr bequem hier im Wohnzimmer, oder? Ja, gefällt mir. Ha? Schöne Veranstaltung. Und hier kann man auch ein bisschen Sport machen. Theoretisch wäre hier Platz, so ein bisschen für ein paar Übungen, aber das lassen wir heute mal weg, glaube ich. Ja, dürfen wir auch nicht, Corona. Na eben, stimmt, da müssten wir unsere Masken aufziehen und genau. Abstand halten und so weiter. Deswegen genau. Heute lieber nicht. Ja, auch hinter dir liegt ein sehr kurioses Jahr 2020, ein verrücktes Jahr. Du hast ja auch den 1. FC Nürnberg ja so ein bisschen durch die Relegation geführt. Wir schauen mal auf das Hinspiel im Max-Morlock-Stadion. Das verlief ja noch sehr gut. In Ingolstadt war man dann aber plötzlich in der zweiten Halbzeit mit 3-0 hinten und stand vor dem Aus. Was geht einem da der unmittelbar vor dem erlösenden Treffer in der 6. Minute in der Nachspielzeit durch den Kopf? Also ganz ehrlich, das war so der erste Moment, wo ich auch mir gedacht habe kurz, hey, was machst du hier oder was hast du da dir angetan sozusagen. Ja, ich habe so ein bisschen auch innerlich reflektiert, aber dann versucht trotzdem ruhig zu bleiben. Da musst du dann trotzdem als Trainer klare Entscheidungen wieder treffen. Du hast ja noch ein paar Minuten. In der Phase haben wir schon gespürt, dass wir wieder so ein bisschen Oberwasser bekommen haben. Ingolstadt hat ein bisschen nachgelassen, Gott sei Dank, in der Phase wieder. Haben wir noch ein paar Wechsel gemacht und dann Gott sei Dank dieses erlösende 3-1 gemacht. Eine sehr schöne Niederlage. Das war dann eine schöne Niederlage. Nach der Relegation hat ja dann Robert Klaus die erste Mannschaft übernommen und du bist in der Funktion als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums geblieben. Das hast du ja auch davor in den Pressekonferenzen gesagt. Nach der Relegation bleibe ich weiterhin in dem Bereich tätig, als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Auch für die Profis der Zukunft war dieses Jahr wahrscheinlich nicht einfach, oder? Ja, ganz schwierig, weil wir natürlich keine Erfahrungswerte haben. Ja. Es ist ja irgendwo alles, was wir im Moment machen, ist so ein bisschen komplettes Neuland. Wir haben ein bisschen gelernt aus dem ersten Lockdown. Ja, die Jungs verlieren natürlich eine wichtige Phase. Wir haben keinen normalen Trainingsbetrieb. Und das kann man sich schon vorstellen, dass die ganzen Talente, die da rumspringen, natürlich permanent Input brauchen. Und das versuchen wir jetzt anders aufzufangen. Ja, viele Monate konnte ja im Frühjahr vor allem nicht trainiert werden und jetzt eben schon wieder nicht. Was macht man dann in der Zeit? Gibt es sowas wie, ja, Homeoffice klingt ein bisschen blöd, aber gibt es Trainingseinheiten dann wenigstens vor dem Monitor oder Übungspläne, um die Spieler fit zu halten? Ja, definitiv. Also die Jungs haben ihr Programm für zu Hause, das sie natürlich alleine machen können, Läufe, athletische Themen, auch Technikübungen. Aber unsere Trainer sind natürlich super kreativ. Ich habe Mitarbeiter im NLZ, die natürlich sich ganz, ganz viel Gedanken machen. Wir versuchen den Jungs immer mal wieder was mitzugeben. Wir machen Online-Meetings, so klassisch muss man sich vorstellen. Diese 20 Jungs sitzen halt zu Hause und der Trainer leitet sie an aus dem Büro sozusagen. Und so versuchen wir natürlich die Themen mit aufzufangen. Gibt man sich dann auch gegenseitig so ein bisschen Motivation, um dann durch diese schwere Zeit zu kommen, dass man bald hoffentlich wieder Fußball spielen kann? Ja, tagtäglich. Also das ist ja schon, wir sind ja schon ein bisschen in der Verantwortung auch, immer wieder Kontakt zu halten, motivierend zu sein, selber nie aufzugeben. Und ich muss schon sagen, dass diese Clubfamilie im Moment richtig intakt ist. Also wir wachsen sehr zusammen durch diese Pandemie. Also wenn es was Positives für uns gibt, dass wir eigentlich noch enger zusammenwachsen. Ja, und auch die Fans stehen hinter euch, wenn man mal auf die Social-Media-Kanäle schaut. Da ist es auch nicht ruhig. Da steht man auch weiterhin hinter euch und gibt euch auch vielleicht so ein bisschen Motivation. Ja, definitiv. Also Nachwuchs ist sowieso beim Club immer ein großes Thema. Das ist für mich, knapp seit einem Jahr bin ich ja im Nachwuchs dabei. Auch neu. Ja. Man kann da sehr viel Positives machen und das gefällt mir auch an meinem Job so sehr, dass man wirklich junge Kerle da mitentwickeln kann, um vielleicht ihnen zu helfen, dass sie ihren Traum verwirklichen. Eine schöne Sache, gerade für dich dann natürlich. Denkst du, diese lange trainingsfreie Zeit wird sich irgendwie auswirken auf die Profis von morgen? Ja, es wird schon was verändern. Also viele Jungs haben jetzt eigentlich praktisch fast ein halbes Jahr nicht dieses klassische Fußballtraining gehabt auf dem Platz, ja, mit Gegnern sozusagen, sich im Zweikampf durchzusetzen. Auch diese Wettbewerbe sind im Moment nicht da. Also es dürfte spannend werden, was im Endeffekt auch rauskommt. Es gibt ja keine Daten über sowas oder keine Analyse bis jetzt. Also wir hoffen, dass wir die Themen auffangen und dass es natürlich viele, viele Jungs auch aus diesem Jahr jetzt irgendwann schaffen, vielleicht der Profi zu werden. Ja, und jetzt ist dann erstmal Weihnachten. Auch für die Profispieler heißt es mal ein paar Tage zur Ruhe kommen, Weihnachten mit der Familie verbringen. Wie verbringst du Weihnachten? Naja, morgen gehe ich erstmal zum Club. Ich kann morgen ins Stadion, bin einer der Auserwählten, die einen Platz haben morgen. Und danach versuche ich auch ein bisschen runterzukommen. Das ist in meinem Job schwierig, weil ich auch für viele, also insgesamt 200 Spieler verantwortlich bin. Und da wird auch über Weihnachten das eine oder andere sein. Es ist auch so, also wer im Fußball arbeitet, der muss eigentlich immer irgendwie online sein.
Aber ich versuche auch ein bisschen eine Ruhe zu finden, ja, mit meinen Kindern zusammen, einfach mal ein bisschen die Zeit zu genießen. Und wenn Corona noch was bewirkt hat, dass man wieder ein bisschen mehr, ja, glaube ich, sich auf die kleinen Dinge freut. Und das finde ich eigentlich trotzdem ganz schön. Hast du schon Geschenke für die Familie? Oder hast du dem Christkind schon gesagt, was sich deine Kinder wünschen? Oder? Ja, grundsätzlich wird es mit meiner Familie, meiner Mama ausgemacht, dass dieses Jahr nicht unbedingt so viel geschenkt werden muss. Das ist nicht wichtig. Ja. Wichtig ist, dass man sich mal sieht. Aber bei den Kindern bin ich relativ strukturiert unterwegs. Ich habe frühzeitig geplant. Und deswegen bin ich da schon mehr oder weniger so weit, dass es losgehen kann. Und wir haben ja vorhin schon kurz drüber diskutiert, über die schlimmsten oder über die nicht gelungenen Weihnachtsgeschenke. Gibt es da etwas, was du vielleicht schon mal bekommen hast, was vielleicht nicht so deinen Geschmack getroffen hat? Naja, den Klassiker habe ich jetzt nicht da, aber so generell Weihnachten, wenn es immer so ein paar Socken gibt oder so, das ist jetzt auch nicht so meins. Also mittlerweile muss ich auch sagen, ich freue mich einfach auf die gemeinsamen Stunden, auf den heiligen Abend sozusagen. Das ist mir viel, viel wichtiger. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr verändern sich auch deine Perspektive. Und das ist mir wichtiger, wie beschenkt zu werden, ganz ehrlich. Dann vielen Dank für deinen Besuch hier bei It's Showtime erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam in den YouTube-Chat. Wir schauen mal, was da so reingekommen ist, was eure schlimmsten Geschenke waren. Hier schreibt Lee Marie Lee ein Tastenhandy statt einem Smartphone. Ja, da sagt man, ich wünsche mir ein Handy zu Weihnachten und dann wird es doch ein Tastenhandy. Let's Play Ricky schreibt in den YouTube-Chat eine schreckliche Winterjacke, die noch in der falschen Größe war. Ist auch vielleicht nicht so gelungen. Was haben wir noch? Psycho Kobo schreibt, mein Großvater kauft Geschenke immer günstig in Polen. Für alle zusammen, wild zusammengewürfelt. Und dann kriegt jeder immer irgendwas. Stets muffig und billig. Naja, so spart man wenigstens Geld an Weihnachten. Also gern noch eure Kommentare in den YouTube-Chat. Auch Weihnachtsgrüße sind da immer willkommen. Wir freuen uns auf tolle Künstlerinnen und Künstler, die noch auf der Bühne stehen. Und eine haben wir gerade schon gesehen, nämlich Lisa Hettinger. Sie wird im nächsten Jahr, wie gesagt, bei den Castings dabei sein. Auch sie hat ganz früh begonnen mit dem Singen auf der Bühne. Und jetzt freuen wir uns, dass sie auf der Bühne bei It's Showtime nochmal zu sehen sein wird. Lisa Hettinger. Slaughter of all creations.
Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the Das war Lisa Hettinger auf der großen Showbühne von It's Showtime. Und vielleicht sehen wir sie dann im nächsten Jahr im Finale von Greatest Talent. Danke dir, Lisa. Weihnachtliches Feeling hier bei It's Showtime, der Weihnachtsausgabe. Und um Weihnachtsfeeling kümmert sich jetzt auch Matt Hias. Er gehört quasi schon zum Showtime-Inventar, denn Matt Hias war bei den beiden vergangenen Ausgaben schon dabei. Matt Hias ist einer der bekanntesten Feuer- und Leuchtjongleure, Leuchtartisten der Region. Normalerweise ist er an jedem Wochenende bei einer Hochzeit, bei einer Firmenfeier. Er ist in ganz Franken unterwegs und heute ist er bei uns bei It's Showtime. Wir schalten jetzt live zu unserer Außenstelle, zu unserer Außenzentrale, zu Matt Hias.
Freumann. Das war für euch Matthias live bei It's Showtime. Und wir freuen uns jetzt auf einer der bekanntesten Kabarettisten in Franken, nämlich auf Oliver Tissot. Er hat auch übrigens den Humor-Adventskalender ins Leben gerufen, eine Initiative, um vor allem in diesen schwierigen Zeiten den Künstlern zur Seite zu stehen. Und man kann hier jeden Tag ein Türchen öffnen. Dahinter verbergen sich dann Comedians wie Lissy Aumeier, Michael Müller oder eben auch Oliver Tissot. Gerne auch jetzt noch auf der Webseite vom Humor-Adventskalender vorbeischauen. Dann könnt ihr nämlich die Türchen von den letzten Tage alle heute öffnen. Natürlich nach der Show. Jetzt auf der Showbühne Oliver Tissot. Hallo! Hallo! Ich muss sagen, it's Showtime. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Man kann jetzt schon sagen, Max Dettenthaler, das ist der Thomas Gottschalk von Feucht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauerinnen auch feuchte Augen bekommen. Obwohl, ein paar Fauxpas hat er sich geleistet. In dem Interview mit Dagmar Wörl musste er da unbedingt dreimal sagen, dass das 1977 war mit der Miss Germany-Wahl. Ich meine, da konnte man nachrechnen, dass das 43 Jahre her war. Das macht man nicht bei einer Dame. Und dann hat sie ja selber gesagt, dass man damals im Bikini auftreten musste. Nicht nur das, nach der Show ging es im Bikini mit den Juroren in den Pool. Heißt heute ja noch Whirlpool, weil die damals gewonnen hat. Also, um ehrlich zu sein, mir hat es gut gefallen. Auch als die Frage kam, Frau Wörl, was ist Schönheit? Und sie sagte, es liegt im Auge des Betrachters. Und vor allem gilt das in Franken. Der Franke findet ja alles schön, also schä. Selbst wenn es blöd ist, sagt er, schä blöd. Also, man sieht, das ist alles möglich. Und dann der Pilot. Wie schlimm die Zeiten sind in Corona, hat man gesehen, dass Piloten jetzt schon Bücher verkaufen, obwohl es keinen Verlag dafür gibt. Ja, das hätte es früher nie gegeben. Und dann Michael Wiesinger, das war mein Favorit bis jetzt. Michael Wiesinger, der sagte, für ihn ist es schwer, jetzt über die Feiertage runterzukommen. Da dachte ich mir, hä? Für den Club ist es nie schwer runterzukommen. Zumindest in der Tabelle. Das schaffen die immer. Insofern war für mich Corona, zumindest im Sommer, ein echter Genuss. Weil da gab es keinen Sport. Da konnte der Club auch nicht spielen. Das heißt, monatelang hat der Club kein Spiel verloren. Also für mich war das ein echter Segen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte sagen, dass es schön ist, dass man hier in Feucht ein bisschen Weihnachtsstimmung produziert. Und dass ich wieder mal auf einer Bühne stehen kann. Obwohl, mit so viel Leuchten war ich selten auf einer Bühne. Aber wir sind ja in Feucht. Nein, nein, nein. Ich wollte sagen, wir sind im Hotspot. Nein, auch nicht Hotspot. Wir sind am Puls des Geschehens. Woanders hat man das vielleicht versäumt. Ich komme ja aus Nürnberg und das war wirklich, das war doch. Also ich muss sagen, ja, kein Christkindesmarkt, das sehe ich ein. Aber dass das Christkind keinen Prolog auf der Empore halten konnte, das fanden viele empörend. Ja, es lag daran, dass das Christkind ja eine Perücke trägt, diese goldene Perücke. Und es war ja Lockdown, da mussten die Locken unten bleiben. Deswegen gab es keinen Prolog. Und man sieht, das ist kompliziert heutzutage, aber so ist halt Weihnachten. Eigentlich war das ganze Jahr über Weihnachten, weil man konnte ja schon im März einpacken. Ja. Und jetzt zu Weihnachten denken sich viele, man hätte sich eigentlich vieles schenken können dieses Jahr. Insofern, tolle Show. It's Showtime, weil man hier auch praktische Tipps mitbekommt. Ich meine, die nächsten Tage darf man das Haus nicht verlassen. Das heißt, man hockt mit der eigenen Familie tagelang zu Hause. Ich meine, wer erträgt denn seinen Ehepartner, wenn er nicht mindestens 8 Stunden am Tag rausgeht? Und da muss ich sagen, da hat dieses Magier-Duo wirklich tolle Tipps gegeben. Einfach den Lebenspartner einmal in einen Karton 3 Schwerter rein und dann ist Ruhe für ein paar Stunden. Also ich muss sagen, das sind Tipps, auf die ich nicht gekommen wäre. Ich glaube, dass nach solchen tollen Tipps Feucht auch sicher jetzt wochenlang in der Bildzeitung auf Seite 1 vorkommen wird. Ja, aber er heißt ja Dettenthaler. Das fängt mit Dett an, das heißt, es kann auch dumm ausgehen hinten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eigentlich allen sagen, Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, ihr habt es vorhin gehört, dieser Humor-Adventskalender, der tut den Künstlern was Gutes. Und uns Künstlern geht es ja derzeit
prächtig. Ich habe ein Sabbatjahr. Sabbatjahr heißt, ich bin in einem Alter, in dem man normalerweise sabbat, aber jetzt geht's wieder richtig los. Und mit diesem Humor-Adventskalender, da kommt für uns Künstler dann doch ein bisschen Geld rein, was schwierig ist. Schwierig, weil der Deutsche sitzt ja normalerweise auf seinem Geld. Da ist der Stuhl, das Geld, der Deutsche. Stuhl auf Englisch, Chair, Geld, Money, Germany. Das sind wir. Und da kommt man nur ans Geld, wenn einer aufsteht und weggeht vom Stuhl. Das nennt man Stuhlgang, weil es scheiße ist, weil das Geld dann weg ist. Ja, aber hier ist das Geld weg für uns und dann ist es eigentlich beim Richtigen angekommen. Lange Rede, kurzer Sinn oder kurze Rede, noch kürzerer Sinn. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und unterstütze dieses wunderbare, überqualifizierte und unterbezahlte Team. Ich wünsche mir, dass es It's Showtime auch nächstes Jahr gibt und dann mit Publikum und mit einer Miss Feuchtwahl. Und obwohl es feucht heißt, keine Bikinis, sondern nackert. Weil das braucht man. Nackte Tatsachen in Zeiten, wo Trump Präsident werden konnte. Und das sollte man vielleicht Frau Wörl dann in dem zweiten Talk erzählen. Frau Wörl als Präsidentin des Tierheims. Der Trump war der erste Präsident seit 120 Jahren, der keinen Hund im Weißen Haus hatte. Okay, die Leute sind auch so auf den Hund gekommen, aber das könnte man ja ruhig mal zur Sprache bringen. Es geht um Tiere. Man muss investieren, damit andere profitieren. Drum soll ich Saatiere machen, damit die Leute Tiere sahen. Ja, das war's von meiner Seite. Bitte Applaus einblenden, damit es besser wirkt, als es war. Oliver Tissot, komm doch gerne noch zu mir nach unten in unser schnuckeliges Wohnzimmer. Ja, du kannst gerne zu mir kommen. Setz dich gerne auf dein Sofa. Wahnsinn, dass schön, mir das gelungen ist. Ich bin jetzt von der Bühne in der Reichswaldhalle quer durch feucht gefahren, hier in das schnucklige Wohnzimmer von Max und bin nach wenigen Sekunden schon angekommen. So schnell kann es gehen. Ja, so gut komme ich normalerweise nie an, zumindest beim Publikum. Aber hier ist alles möglich. Danke, Max. Danke dir für deinen Auftritt und wir wollen uns auch ein bisschen beschenken, habe ich mir gedacht. Na, zu Weihnachten, wir haben so viele Geschenke hier. Du bist wahrscheinlich das Größte, ne? Aber leider bekommst du nicht das Größte. Wir wollen nämlich gemeinsam Schrottwichteln. Ja, ich habe hier was ganz Besonderes für dich. Kannst mal raten, was es sein könnte? Es ist Geschenkpapier. Und nachdem wir von den Beitragen hörten, dass keiner Socken haben will, und deswegen hat Max übrigens keine Socken an, weil er hofft, dass ihm Socken geschenkt werden. So, ich mach's hier auf. Ich mach's so auf, dass wenn's schön ist, ich's eingepackt lassen und weiter verschenken kann. Nein, das ist ja wirklich, das ist ja ganz viel Papier. Wow! Ein Pokal vom Club, den letzten, den er gewonnen hat, 1920. Nein, das ist ja wirklich, also ich muss sagen, das ist traumhaft. Max, hast du den gewonnen? Den Pokal? Ja, ich habe noch nie Fußball gespielt, habe einmal so ein bisschen Technik geholfen, ne, und dann war der übrig. Und dann habe ich den bekommen und seitdem steht er in meinem Zimmer und ich dachte mir, der passt also eigentlich eher bei dir ins Wohnzimmer. Ja, ja, und das ist eine ganz bekannte Stellung aus Kamasutra übrigens. Also wer es zu Hause nachmachen möchte. Und Kamasutra übrigens, falls noch die Zeit ist, ist ja keine Erfindung aus Indien, sondern aus Franken. Ja, bei der Völkerwanderung kamen ja alle hier vorbei und es gab ja vorher nur die Missionarsstellung. Und dann hat man in Franken gesehen, man kann ja quasi von oben, von unten, von links, von rechts, von hinten, von vorn. Und das haben die Franken gesagt, schau mal, deine Frau, die Kamasutra. Das ist Kamasutra. Die Technik müsste den Lacher vorher einblenden, bitte. Also jetzt aber kommt mein Wichtelgeschenk, ja? Mein Wichtelgeschenk, ich habe es nicht eingepackt, doch, ich habe mein Geschenk auch eingepackt. Max, und mein Geschenk. Hast du ja schön eingepackt. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Absolute Wahnsinn. Ja. Und falls du nicht weißt, was es ist, weil Max so wahnsinnig gern immer hinter einem Mikrofon steht, ja, ist das ein Mikrofasertuch. Aber jetzt aufpassen, das gibt es in vielen Farben. Ich habe mir die Farbe rausgesucht, die für Moderatoren die beste Farbe ist. Das ist Orange, weil Orange sind die wichtigsten Körperteile eines Moderators, nämlich das Ohr und der Arsch. Ja, weil man zuhören muss und einen Standpunkt haben muss. Deswegen viel Spaß mit deinem Geschenk. Deins kann man ja wenigstens sowas brauchen, während meins... Na, das ist auch... Ich behalte. Und das nächstes Mal, ne, dann schickst du ein Foto aus deinem Wohnzimmer, das wollen wir dann schön stehen sehen. Ne? Vielen Dank, großen Applaus für Oliver Tissot.
Und ihr könnt übrigens euch immer noch interaktiv in der Show beteiligen. Ihr könnt zwar jetzt nicht mitmachen beim Wichteln, aber ihr könnt mitmachen bei unserer Online-Umfrage. Denn ihr könnt exklusiv entscheiden, welches Outfit ich heute tragen werde beim großen Finale von It's Showtime. Nämlich A, Olaf the Snowman, Nummer 2, The Crazy Christmas Man oder Nummer 3, The Present. Ja, es klingt noch ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll, wie beim Schrottwichteln. Man weiß nicht so genau, was dahinter steckt. Ihr könnt jetzt gerne auf unsere Webseite klicken, auf showtime-franken.de. Da findet ihr die Abstimmung und ihr könnt quasi entscheiden, welches Outfit ich tragen werde. Also jetzt schnell online reinklicken und dann bin ich mal gespannt, wie ich dann später aussehen werde. Ja, apropos, jetzt wollen wir mal wieder Künstler live erleben auf unserer großen Showbühne von It's Showtime. Ja, die meisten Konzerte, Kabarettveranstaltungen, aber auch Musicals mussten in diesem Jahr abgesagt werden. Die meisten Menschen vermissen Live-Konzerte und die vielen magischen Momente, die man bei Veranstaltungen erlebt. Und magisch wird es jetzt bei It's Showtime. André Sultanzadeh ist nicht nur Choreograf, Schauspieler und Autor, sondern auch Musical-Darsteller. Seine Karriere hat er damals begonnen bei der Stage School in Hamburg. Aktuell arbeitet er unter anderem für das Staatstheater Augsburg und die Komödie in Fürth. Hier ist André Sultanzadeh. Troubles come in my heart, but be I am still and sit here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Deep in December, it's nice to remember, although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember without a hurt, a heart. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you'll find. Birds can fly, oh,
yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Oh, here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself Musical-Sänger André Sultanzadeh bei uns hier bei It's Showtime. Vielen Dank dir! Ja, bei André Sultanzadeh, da hat vielleicht der ein oder andere eine Träne verdrückt. Vielen Dank für diesen grandiosen Auftritt. An Weihnachten, da geht es ja auch immer ums Essen. Man hat da viel zu tun. Am Heiligabend wird viel gegessen, am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag und danach wächst bei vielen der Bauch. Und jeden Tag, wenn man dann auf die Waage steigt, denkt man sich, oh, was war das denn an Weihnachten? Und dann kommen die Neujahrsvorsätze. Also wird Sport gemacht, vielleicht meldet man sich an bei einem Fitnessstudio und um so richtig fit zu werden und das auch noch mit Spaß, das geht am besten beim Topfit Fitnessstudio in Feucht und in Nürnberg. Ja, Max, grüß dich. Servus. Du, ich glaube, ich habe was ganz vergessen dir zu sagen. Man muss das Ganze natürlich auch mit Gewicht machen. Na, Klaus, das darf doch keiner wissen. Du musst doch im Fernsehen, das sieht man doch nicht. Na, pass auf, wir machen jetzt einen Sport auf dem Laufband. Das ist was für mich. Laufen kann ich. Laufen kannst du? Zum Kühlschrank. Ehrlich?
Wir sind mittendrin im Topfit Fitnessstudio. Klaus, wie macht man Interview im Fitnessstudio? Natürlich auf dem Laufband, ne? Genau. Da merkt man schon wieder, dass man vielleicht mittags zu viel gegessen hat, ne? So schaut's aus. Aber gut, also die Kalorien, die trainieren wir ab. Gerade in Zeiten von Homeoffice oder auch in Zeiten von Corona hat man nicht mehr die Zeit, hier ins Fitnessstudio zu kommen. Ihr habt geschlossen. Hast du vielleicht ein paar Tipps, was man trotzdem machen kann, gerade zu Weihnachten, um ein bisschen fit zu werden? Es gibt genügend Übungen, die man auch zu Hause machen kann. Zeigst du mir mal ein paar Übungen? Gerne, würde ich gern machen. So, Max, jetzt natürlich musst du das Gleiche natürlich auch nachmachen. Ah, ja, 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 ja. Das bedeutet, wir gehen auf die Matte, wir zwei Arme nach vorne. Jawohl. Jetzt nehmen wir den rechten Arm bitte nach vorne. Daumen zeigt nach oben. Und jetzt Bein, das linke Bein, Max, nach hinten. Und jetzt gehen wir einfach Ellenbogen zum Knie in der Mitte zueinander. Jawohl. Und gehen langsam wieder auseinander. Und schön halten, Max. Perfekt, wie du das machst. Ja, ob das noch auseinander führen und wieder auseinander. Siehst du, so funktioniert das bei uns. Okay, Max, das kannst du jetzt mal weitermachen. Wir sehen uns dann später wieder vorne. Alles gut. Ja, ist anstrengend. Ich mach das alle daheim nach, ich sehe das. Ja, Max, du, ich habe dich eine Stunde hier allein gelassen und du schaust aus. Ist ja unglaublich, du. Also bin ich jetzt natürlich schon verblüfft. Selbst nach 30 Jahren. Aber ihr wisst selber, ne? Leider funktioniert es natürlich nicht so schnell. Aber mit Spaß bei uns und mit Freude, glaube ich, bekommen wir sowas auch hin. Ne? Also ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder, wenn wir aufmachen dürfen nach Corona. Max, ich wünsche dir auch noch alles Gute. Ne? Bleib gesund, bitte. Ich mache mal weiter, ne? Genau. Ja, und damit ich dann so aussehe wie in diesem Video, muss ich noch ein bisschen trainieren. Aber kann man ja schon mal daheim anfangen, ne? Muss mir der Klaus ein bisschen helfen. Gerade in der aktuellen Zeit ist man viel daheim, man macht Sport daheim, man kann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Viele sind auch derzeit oft auf den Streaming-Plattformen unterwegs, auf Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime. Unser nächster Gast ist Schauspieler, Regisseur und er ist mit Faust im Schatten der Nation zu sehen bei Amazon Prime Video. Hallo Christian Kern. Hallo Max. Herzlich willkommen im Studio und um uns mal so einen kleinen Einblick zu verschaffen von deiner Serie, schauen wir doch mal kurz rein. Wir Menschen neigen gerne dazu, das Offensichtliche zu übersehen. So wurde der Name Faust nicht zufällig gewählt. Er steht für Freiheit, Ausgleich, Unabhängigkeit, Sicherheit und Taktik. Offiziell existiert die Faustabteilung in keinster Weise. Faust wird auch in Zukunft nicht als Teil des BNDs gelistet. Er steht, um es kurz zu machen, dafür ein, dort zu agieren, wo sich unsere Feinde aufhalten und die Bevölkerung bedrohen. Christian Kern bei uns im Studio, willkommen nochmal. Danke für die Einladung, Max. Willkommen in unserem schönen weihnachtlichen, in unserem weihnachtlichen Wohnzimmer. Sieht vielleicht auch so ein bisschen aus wie bei dir am Filmset, oder? Ja, ist eine schöne Kulisse. Also wir hatten jetzt auch Anfang der Woche noch einen kleinen Weihnachtsfilm gedreht. Somit fast wieder zurück in dem Ganzen. Also, schöne Sache und wirklich Kompliment ans ganze Team für die tolle Show, die ihr hier abzieht. Echt. Vielen Dank dir. Ja. Für das Lob geben wir gerne weiter. Du bist hauptberuflich Regisseur und Schauspieler, ein spannender Beruf, ich finde. Wie sieht denn dein typischer Tag aus? Gibt es einen typischen Tag überhaupt? Ja.
Beim Film gibt es keinen typischen Tag, das ist immer anders und immer unterschiedlich. Ich selber habe ja als kleiner Junge eigentlich schon angefangen, Filme zu machen und bin zu dieser Leidenschaft gekommen. Ja? Und von daher geht man eigentlich immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und versucht, das einzufangen, was die Leute gerade beschäftigt, was einen selber beschäftigt, und versucht, das dann eben in einen spannenden Film oder in eine spannende Serie zu packen. Also das ist dann dein Ziel, aus vielleicht auch Aufträgen letztendlich einen Film dann zu machen. Also es kommen vielleicht Firmen auf dich zu, du drehst dann einen Film, überlegst dir ein Konzept, wie läuft das Ganze ab bei dir? Das ist unterschiedlich, was es halt ist. Ne? Also wie gesagt, wir haben unsere eigenen Projekte, aber wir machen auch durchaus mal Auftragsarbeiten. Und da geht es halt dann ganz speziell um die Themen, was man halt vermitteln möchte. Ne? Ob es jetzt eine Art Imagefilm ist oder ob man jetzt momentan auch viele Veranstaltungen, die natürlich in Person nicht stattfinden können, die man dann eben als Stream zum Beispiel anbieten muss oder darüber ein Video macht, solche Sachen. Also wir sind da relativ breit aufgestellt. Ja. Ihr macht also ganz, ganz viele Sachen. Mhm. Du bist auch Vorsitzender von Wir sind Film e.V. Können hier auch Leute mitmachen, die sich vielleicht einfach für das Medium interessieren, die Bock auf Film haben? Ja, definitiv. Ne? weil wir haben 2017 den gemeinnützigen Verein gegründet, eben genau mit dem Ansatz zu sagen, jeder, der Bock am Film hat, der darf dazukommen. Und dadurch haben wir jetzt eine ganz spannende Mischung eben aus Profis, die das Ganze gelernt haben, studiert haben, eine Ausbildung genossen haben, aber auch wahnsinnig viele, die das mit extrem viel Leidenschaft tun und dieses Filmemachen einfach wahnsinnig toll finden. Und das ist eben eine ganz spannende und interessante Mischung dann auch. Ne? Und gerade wenn man jetzt nicht zwingend was Kommerzielles machen muss, sondern einfach nur sagt, man möchte einen Film abliefern, den man selber gerne schauen möchte, dann ist das meistens auch was das Publikum toll findet. Ja, und mit etwas Glück kommt der dann vielleicht auf Amazon Prime Video wie Faust im Schatten der Nation, euer eigenes Projekt. Ja. Wie kommt denn so ein Film eigentlich auf Amazon Prime Video? Bewirbt man sich da, dass die Serie dann da ausgestrahlt wird oder abzurufen ist? Bekommt man dafür Geld? Wie läuft es ab? Also Faust ist ja schon ein längeres Projekt, das haben wir 2015 gestartet, eben mit dem Pilotfilm, der dann auch in Kinos unterwegs war, also deutschlandweit haben wir eine kleine Kinotour gemacht und jetzt haben wir die erste Staffel und eine ganze Staffel kann man halt nicht im Kino zeigen. Das ist einfach zu lang, weil so eine Folge dauert fast eine Stunde. Das haben wir bei der Premiere im Cine gemacht, ja, aber ansonsten ist es ein bisschen zu viel. Und somit geht man dann natürlich auf Festivals, geht auf Messen, Netzwerk da einfach, ja. Und am Ende kann man dann, wenn es gut läuft, eben auch bei einem Streaming-Anbieter landen. Und da ist es jetzt, bei Amazon ist es konkret so, da bewirbt man sich praktisch und reicht seinen Film oder seine Serie ein und der wird dann über Wochen und Monate geprüft und wenn es gut läuft, dann wird er mit aufgenommen. Ja. Er wird dann gesichtet von der Jury wahrscheinlich, sowas in der Art und dann mit etwas Glück. Jetzt kann man dich sehen bei Amazon Prime Video. Ja. Was war denn auch beim Dreh vielleicht auch der schönste Moment für dich am Set? Der schönste Moment ist eigentlich der, wenn diese Idee, die man im stillen Kämmerlein hatte, dann umgesetzt wird. Und das Tolle ist ja, das muss man ja auch mal an der Stelle sagen, ich sitze zwar jetzt hier und präsentiere das Ganze irgendwie an euch, aber wir haben ein wahnsinnig tolles Team, weil es nützt das beste Schiff nichts. Also unser Faust-Projekt ist ja so das Flaggschiff, ja. Aber ein Schiff wird zwar vom Captain gesteuert, aber ohne Crew fährt es einfach nicht. Ja, und wir haben ein ganz tolles Team. An der Stelle auch vielen herzlichen Dank für die jahrelange Unterstützung, die da stattfindet. Und wie gesagt, so ein Ding kann man nur mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut auch stemmen. Ja. Ja, also alle Zuschauer, die noch kein Amazon Prime haben, danach mal schnell testen, jedenfalls ein paar Wochen. Ja. Die Serie schauen. Und eine positive Bewertung abgeben. Selbstverständlich. Die ist nämlich besonders wertvoll, wenn sie was dran auszusetzen haben, mir gerne eine E-Mail schreiben. Für konstruktive Kritik bin ich immer offen. Ja. Übrigens auch bei Showtime, ne? Jetzt gleich mal den Daumen nach oben geben, genau, beim YouTube-Video und gerne auch ein paar Kommentare in den Chat schreiben und noch voten, welches Final-Outfit ich später tragen soll. Showtime-Franken.de, muss auch mal sein. Ne? Ja, war nicht meine Idee mit dem Outfit. Ja, wir wollen noch ein kleines Spiel spielen. Hollywood in Franken heißt das Spiel. Oh. Wir haben uns zwei Gedichte rausgesucht, besser gesagt unser Gedichtspezialist Philipp Gestaltmeier. Wir haben im Team einen Spezialisten dafür, der nur dafür, nein, Quatsch, er hat diese Gedichte ausgewählt. Ich werde dir gleich das Gedicht in die Hand drücken. Okay. Du wirst es aber in einer besonderen Emotion als Schauspieler präsentieren. Wir schauen gleich mal, was unsere Emotion Nummer 1 wird. Schauen wir mal. Die erste Emotion ist verliebt. Oh. Und zwar, in wen? Lieber guter Weihnachtsmann in Verliebt. Herr Schauspieler,
bist du bereit? Das ganze Ding? Ja. Okay, ist ja eure Sendezeit. Aber verliebt, ne? Was? Verliebt. 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 Lieber, ach die Kamera, gell? Lieber guter Weihnachtsmann, zieh die langen Stiefel an, kämm deinen weißen Bart und mach dich auf die Weihnachtsfahrt. Komm doch auch in unser Haus, pack die Geschenke aus. Ach, erst das Sprüchlein wolltest du? Ja, ich kann es hören, hör mal zu. Lieber guter Weihnachtsmann, guck mich nicht so böse an. Steck deine Rute ein, es ist jetzt aber nicht ganz jugendfrei, will auch immer artig sein. Ja. Vielen Dank dir, erstmal einen Applaus, Christian Kern. Ja, danke. Das war Nummer eins, sehr gut. Wir haben noch ein Gedicht für dich, und zwar in folgender Emotion. Wir schauen mal jetzt nach, was es wird. Und es ist, zornig. Zornig. Also schon mal ein bisschen geladen. Aha. Sehr gut. Zeit schenken heißt ein neues Gedicht. Eine Runde zornig bitte, lieber Christian. Die Bühne gehört dir. Allzeit sieht man Menschen hetzen, durch die Ladengänge hetzen, unsicher, ob alles schätzen, was der Anlass ist. Schnell doch die Krawatten kaufen, Computerspiele laufend laufen. Ohrringe und Silberketten und Tonnen edles Festtagsessen. Doch was zählt, sind nicht die Dinge, sondern seine Zeit verbringen mit den meistgeliebten Menschen. Ihnen seine Zeit zu schenken. So. Frohe Weihnachten. Christian Kern, vielen Dank, das war super. Also super. Und für alle, die vielleicht Amazon Prime nicht haben, nicht testen wollen, für die haben wir jetzt noch eine Blu-ray im Angebot. Unser Weihnachtsmann, bitte. Der große Auftritt von unserem Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Vielen Dank für die Blu-ray. Und die könnt ihr gewinnen. Die Blu-ray könnt ihr gewinnen. Jetzt reinklicken auf Instagram. Da haben wir ein schönes Bild gemacht. Jetzt ist die Verlosung online. Also schnell kommentieren, den Beitrag liken und schon seid ihr im Lostopf. Und dann könnt ihr vielleicht bald eine Runde Blu-ray schauen. Danke dir für deinen Besuch. Und jetzt wird es wieder musikalisch. Also dreht schon mal die Lautsprecher an eurem Fernseher ganz weit auf. Er war vorhin schon auf der Bühne. Er hat weihnachtlich den Abend eröffnet. Michael Poteet. Er war im Finale von The Voice Senior im Jahr 2019 und er ist für das Team Yvonne Katterfeld angetreten. Er hat mit seinen Auftritten ein Millionenpublikum erreicht. Also quasi fast so wie heute Abend bei Showtime. Er zählt zu den Top-Sängern der Region und bringt euch jetzt Weihnachtszwilling direkt nach Hause. Nutzt gerne diesen Song auch noch, um nochmal abzustimmen, welches Final-Outfit ich tragen soll. Showtime-franken.de, die letzte Gelegenheit. Hier ist Michael Poteet. Can't believe it's over. I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew that days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Woman turned to winter, and the snow it turned to rain, and the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. God, I hope it's not too late. It's not too late. You are not alone. I am there with you. And we'll get lost together till the light comes pouring through. And when you feel like you're done and the darkness has won, baby, you're not alone. When the world's crashing down and you
said, baby, you're not alone. Yeah. Listen, life can show no mercy. It can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. And though things have seemed to change, but one thing that's still the same, in my heart you will remain. And we can fly, fly, fly. Until the light comes pouring through, and when you feel like you're done, and the darkness has won, oh babe, you're not lost. When the world's crashing down, and you cannot bear the cross, oh baby, you're not lost. Ooh, yeah, yeah, yeah. I said, baby, you're not lost. Ooh, yeah. Now, baby, you're not lost. From my heart to each and every one of you here at Christmas time. The year, Swanzig, Swanzig, and the pandemic, yeah, the coronavirus. Aber wir schaffen es. Nächstes Jahr gibt es neue Hoffnung und ein neues Glück. Und wir sehen uns alle gesund wieder. Ich wünsche euch von Herzen Merry Christmas. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
this simple phrase. Two kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Ein absoluter Stimmungsmacher, unser Mr. Christmas, Mr. Dynamite, Michael Poteet auf der großen Showbühne von It's Showtime. Wir haben euch dazu aufgerufen, online eure Kommentare, eure Weihnachtsgrüße einzusenden auf YouTube, und da kamen auch so einige rein. Wir schauen mal, wer einen Kommentar geschickt hat. Hier, Pasquale schreibt zum Beispiel: Ich wünsche allen in dieser schweren Situation frohe Feste und dass alle gesund bleiben. Danke dir, Pasquale. Dann schreibt Wolfgang Steg: Liebe Grüße aus Altdorf und gesund bleiben. Sehr gut, danke dir. Dann schreibt Susanne Zirngiebel: Das Café Bernstein grüßt das Showtime-Team und möchte auf diesem Weg den Feuchter Bürgern ganz herzlich Dankeschön für die Unterstützung in 2020 sagen. Der Munz schreibt: Stark, richtig krasse Show von euch. Ich will mehr davon nächstes Jahr. Und auch einige Geburtstagsgrüße kamen noch rein. Unter anderem ist heute Daniel Castaldo gegrüßt. Er hat nämlich heute Geburtstag, und auch die Tate hat heute Geburtstag. Alle beiden sind gegrüßt. Happy Birthday an euch. Und ja, auch mal eine schöne Sache, mit Showtime letztendlich dann seinen Geburtstag zu verbringen, mit vielen Stars, die in eurem Wohnzimmer spielen dürfen. Wir schauen auf unsere Abstimmung. Ihr konntet euch melden online showtime-franken.de. Welches Outfit darf ich gleich beim großen Finale tragen? Vielleicht Olaf the Snowman oder doch The Crazy Christmas Man oder das Kostüm von The Present. Wir schauen jetzt auf die große Auflösung, wie ihr abgestimmt habt. Okay, aha, 66% wollen Olaf the Snowman, 13% The Crazy Christmas Man und 21% The Present. Also darf ich mich schon mal auf mein Schneemann-Kostüm freuen. Ja, die Vorfreude seht ihr direkt in meinem Gesicht. Wir reisen jetzt musikalisch zu einem der größten Stars schlechthin, Justin Bieber. Ja, in seinem Song Lonely blickt Justin Bieber auf seine Teenie-Zeit zurück. Ja, ein Traum für viele junge Künstler: über Nacht berühmt werden, von einem großen Manager entdeckt werden und dann direkt weltberühmt werden und auf Welttournee gehen. Ja, so ähnlich war es bei Justin Bieber der Fall. Er war damals 15 Jahre alt, er wurde vom Manager Scooter Braun entdeckt und er wird in der Nacht zum großen Star. Klingt erstmal cool, doch diese Karriere über die Nacht, ja, die sorgt natürlich auch dafür, dass man kein Privatleben hat. Und über diese Erlebnisse singt Justin Bieber in seinem Song Lonely. Justin Bieber haben wir nicht, wir haben eine viel bessere Version, und zwar von Fully und Anthony Liam. Thank you.
Everybody knows my past now, like my house was always made of glass. And maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. Everybody saw me sick, I felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. Oh, what if you had it all, but nobody to call? Maybe then you know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening. And that's just fucking lonely. I'm so lonely. Oh, lonely. I'm so lonely. Oh, no, no. I'm so lonely. Yeah. Eine Interpretation von Fully und Anthony Liam auf der großen Showbühne von It's Showtime. Das war Justin Bieber mit Lonely. Und wir schalten jetzt nochmal in die Hauptstadt, nach Berlin, zu Dagmar Wörl. Frau Wörl, können Sie mich noch hören? Ja, immer noch gut. Die Verbindung, sehen Sie, zwischen Nürnberg und Berlin klappt. Ja, ganz schnell von Nürnberg nach Berlin, liegt an der schnellen ICE-Verbindung wahrscheinlich. Ja, aber im Moment leider der Sprinter nicht fährt, ne, der ganz, ganz schnelle, sondern ist leider, muss man jetzt wieder seine 4 Stunden rechnen. Ja, bei uns im Stream, da geht es ein bisschen schneller, ne? Da brauchen wir keine 4 Stunden, da geht es noch ein kleines bisschen schneller. Ja, morgen ist ja schon der 4. Advent, die Zeit, die ist irgendwie wie im Flug ja, verflogen. Was haben Sie denn persönlich für Kindheitserinnerungen an Weihnachten? Ach Gott, ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an Weihnachten. Ich war ja ich bin in einem Mehrfamilien-Generationenhaus aufgewachsen, also wo alles vertreten war, von den Großeltern über meine Eltern wie ich. Also es war immer sehr, sehr schön. Wir haben immer in der Familie sehr schön gefeiert, immer mit einem ganz altdeutschen Christbaum. Sie wissen wahrscheinlich, wovon ich rede, also mit Strohsternen, die meine Mutter alle auch selbst gebastelt habe, die ich auch übernommen habe, die jetzt auch an meinem Christbaum hängen. Natürlich früher noch mit Kerzen, die man heute nicht mehr hat, weil es natürlich auch zu gefährlich ist wegen der Brandgefahr. Aber es war einfach immer, also es war eine schöne Zeit einfach. Das glaube ich, war bei mir auch so. Schöne Kindheitserinnerungen an Weihnachten und vielleicht auch an das Christkind. Gab es für Sie persönlich ein schönstes Weihnachten, ein schönstes Erlebnis an Weihnachten? Nein, kann ich nicht sagen. Ich hab so schöne Erinnerungen an Weihnachten und das ganze Weihnachtsfest, die Atmosphäre um Weihnachten herum, die Lieder, die Musik, der Duft vor allem. Ja, wenn man früher, wenn meine Großmutter Plätzchen gebacken hat und es so das ganze Haus dieser Duft ging, es bleibt einem in Erinnerung, das vergisst man einfach nicht. Ja, in dem Jahr ist ja irgendwie alles anders. Feiern Sie Weihnachten in dem Jahr irgendwie anders oder wie läuft es bei Ihnen ab im Hause Wörl?
Na, es ist natürlich schon viel anders. Ich habe eine Mutter, die ist 95 Jahre alt. Meine Mutter leidet dieses Mal, das erste Mal wird sie Weihnachten nicht zu mir kommen, weil sie auch inzwischen leider bettlägerig ist, aber sonst wäre vielleicht auch die Gefahr zu groß, eben wegen Covid-19. Und sonst ist halt ein bisschen alles geschrumpft. Ja, also die Menschen, die man eigentlich lieb hat, die man um sich haben möchte, die können nicht bei einem sein. Und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr traurig. Aber man versucht es dann irgendwie wieder anders aufzufangen, dass man versucht, sie dann so zu besuchen, vielleicht außerhalb dann des als Heiligen Abends, vielleicht am ersten oder zweiten Feiertag. Aber man ist nicht mehr gemeinsam am Heiligabend zusammen und das ist schon sehr, sehr traurig. Dann blicken wir doch einfach in die Zukunft und hoffen, dass es dann im nächsten Jahr wieder ein wenig besser wird. Ein großes Thema an Weihnachten ist natürlich auch das Essen. Jetzt interessiert mich natürlich, was gibt es zum Essen im Hause Wörl und vor allem, wer kocht? Wissen Sie, ich habe da überhaupt keine Entscheidungsmacht. Seitdem ich verheiratet bin, habe ich die Tradition meines Mannes übernommen, was seine Mutter immer gekocht hat an Weihnachten. Und es waren immer saure Zipfel. Also deswegen gibt es bei uns jedes Weihnachten saure Zipfel. Und deswegen wird auch nicht drüber diskutiert. Ja, schon mal ein Punkt, über den man sich wiederum keine Gedanken mehr machen muss. Ist auch mal praktisch. Wie sieht es denn bei Ihnen mit Geschenken aus? Haben Sie vielleicht Weihnachtswünsche? Wie ist es generell mit Geschenken bei Ihnen? Nein, also ich habe jetzt keine materiellen Wünsche, aber ich wünsche mir natürlich schon, dass wenn es ins neue Jahr geht, dass viele, viele besser aus der Krise rauskommen, wie es momentan ausschaut, vor allem die vielen Unternehmen. Die riesen Insolvenzwelle, die jetzt vor uns steht ab 1. Januar, dass sie nicht so hoch ausfällt, wie man es befürchtet, weil es hängen ja die Menschen dran, die Mitarbeiter, die Arbeitsplätze und dann auch deren Familien. Und also da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir das gut aus dieser Krise herauskommen, also besser, wie es momentan ausschaut. Wir hoffen, dass wir dann positiv ins neue Jahr starten, jetzt an Weihnachten erstmal zur Ruhe kommen und mit der Familie das Fest genießen. Frau Wörl, was finden Sie eigentlich besonders an Weihnachten? Was lieben Sie an Weihnachten? Ach Gott, ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist die Atmosphäre. Gut, wir haben keinen Christkindlesmarkt dieses Jahr, aber das ist es nicht. Das ist nicht das Ausschlaggebende. Aber es, die Atmosphäre, wie die Menschen sind an Weihnachten, wie offen sie sind und wie alles schön geschmückt ist, die Musik, der Duft und wie sich die Kinder vor allem darauf freuen, wie sie ihre Wunschzettel schreiben, was sie sich alles zu Weihnachten wünschen. Weil dann kommt ja auch wieder unsere eigene Erinnerung zurück, wie es bei uns früher gewesen ist und die gehört ja auch dazu. Ja, das Warten auf das Christkind und dann die große Enttäuschung, dass es das Christkind gar nicht gibt. Ich war so enttäuscht, als mir erzählt worden ist, dass es kein Pulsar-Metal gibt. Ja, also das war ganz, 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 ganz schlimm. Als mein Cousin, der war ein halbes Jahr älter wie ich, als der da gesagt hat, was glaubst du, das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist doch der Onkel Fritz, das siehst du doch an den Schuhen. Ich war so enttäuscht. Also, ja, das kenne ich auch noch, das Gefühl der Enttäuschung, das Christkind gibt es überhaupt nicht. Jetzt zum Schluss wollen wir noch mal ganz viel über Sie erfahren in einer Kurzfragerunde. Also Sie antworten quasi ganz kurz und schmerzlos und damit erfahren wir ganz viel über Sie. Wir starten direkt einmal. Glühwein oder Kinderpunsch? Glühwein. Ja, und in der Vorweihnachtszeit, da wird ja auch immer viel gegessen. Also Plätzchen oder eher Lebkuchen? Lebkuchen. Und gerade im Radio laufen viele, viele Weihnachtssongs rund um Weihnachten, also eher Last Christmas oder Stille Nacht? Ah, Stille Nacht, nein, Last Christmas. Ja, und wenn dann Heiligabend ansteht, dann fragt man sich jedes Jahr erneut, Kirche oder daheim bleiben? Kirche auf jeden Fall. Ja, hier im Studio, da steht ja ein künstlicher Weihnachtsbaum. Wie ist es bei Ihnen an Weihnachten, ein echter oder ein Plastikbaum? Echter. Was sind das für Fragen? Selbstverständlich ein echter. Selbstverständlich ein echter. Ja, ich sitze hier im Anzug. Wie sieht es bei Ihnen aus an Weihnachten? Festlich gekleidet oder dann doch die Jogginghose? Also ich bin, also nicht im Abendkleid, aber doch schon nicht mit Jeans unter dem Weihnachtsbaum. Also schon festlicher.
An Weihnachten geht es ja auch immer ums Schenken. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kleine oder eher große Geschenke? Auch kleine Geschenke können was Großes sein. Ich denke, das lassen wir auf jeden Fall so stehen. Vielen Dank Ihnen, Frau Wörl, fürs Interview. Ach, gerne. Hat Spaß gemacht. Alles Gute. Vielen Dank Ihnen. Das war Dagmar Wörl live aus Berlin. Und bei uns, da bleibt es weihnachtlich bei It's Showtime. Wir freuen uns nämlich jetzt auf das große Finale mit Oliver Schott live auf der Showbühne von It's Showtime. Here I am. All right, listen here. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. All right, it is my love, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Where I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. All right, my love, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Where I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card around, and may your days be merry and bright, and may all your Christmas years be white. Where I'm dreaming of a white Christmas, where the treetops glisten and the children listen to hear, I hear the sleigh bells in the snow. Where I'm dreaming of a white Christmas, days be merry and bright, and may all your Christmas years be white, and may all your Christmas years be white. Oliver Schott, vielen Dank dir. Und auch du hast eine CD, die man natürlich erwerben kann. Und zwar Happy Christmas. Oliver Schott mit seinem goldenen Gospelchor. Hier ist er, Olaf the Snowman. Und mir wurde gerade schon gesagt, die hier muss auf jeden Fall drauf. Oh. Toll, ich weiß. Olaf the Snowman moderiert ab jetzt. Auch schön. Wir wünschen allen schöne Weihnachten an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt bei It's Showtime, der Weihnachtsausgabe. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ein Team steckt dahinter. Wir sind ja heute ohne Publikum hier im Produktionsstudio. Niemand ist da, außer unser Team und natürlich die Künstler mit einem sehr, sehr strengen Hygienekonzept. Vielen Dank an das ganze Team von It's Showtime. Simon Schmidt, Philipp Gstaltmeier. Vielen Dank an Jonas Graupner, Maximilian Hahnstein, Kilian Fischer. Danke an Benjamin Traut, Lukas Held, Linus Kepplinger, Alexandra Bloch,
Isabel Bloch, Vincent Fischer, Tobias Minzert, Julian Müller, Nils Albrecht und vielen Dank auch an Michael Eiber, Louis Eiber, Felix Peter Randall von Frame Art TV, Alexander Quick und Thomas Kach von Quick Lights. Vielen Dank an Alexander von Kleinsorgen, von DJ von Kleinsorgen. Vielen Dank an die Maske, an Haare Olaf Krebs und vielen Dank an das bereitgestellte Wohnzimmer-Feeling heute von Möbelhöfner in Fürth. Generell danke an all unsere Sponsoren Kult Mobile Marketing. Vielen Dank an Rama, danke an Container GmbH, Deep Soundfix, Haare Olaf Krebs in Feucht, das Cockpit Fitnessstudio in Feucht und in Nürnberg, die Raiffeisenbank Alter Feucht, Feser Scharf, der Markt Feucht insbesondere, unseren Bürgermeister Jörg Kotzur, Möbelhöfner in Fürth, das Animeo Werbestudio, Mischkultur Grafikbüro, Roflex, Frame ATV, Quicklights, DJ von Kleinsorgen, das Reichswaldblatt und der Bote. Und ihr könnt auch gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns dann im kommenden Jahr wieder, vielleicht auch mal mit Publikum, dann bei einer vierten Ausgabe von It's Showtime oder dann bei unserer großen Casting-Show bei Greatest Talent. Schaltet gerne ein, lasst gerne Feedback bei YouTube da, wie euch die Show gefallen hat, wie ihr den Abend verbracht habt. Schickt uns auch gerne Bilder und taggt uns über den Showtime Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal. Das war It's Showtime. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen jetzt und Ihren Familien und Ihren Lieben alles Liebe, alles Gute. Feiern Sie schön, auch wenn die Umstände dieses Jahr nicht so einfach sind wie die letzten Jahre. Lassen Sie es nicht unterkriegen und nicht zu viel Vorsätze fürs nächste Jahr. Die werden alle viel zu schnell gebrochen. Offen ins neue Jahr gehen mit vielen positiven Gedanken. Alles Gute für Sie und schöne Weihnachten. Max und Leo wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Und kommt doch gut ins neue Jahr. Euer Duo Limax. Frohe Weihnachten euch allen und ein gesundes, schönes neues Jahr. Ich wünsche dir und deinen Liebsten ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr 2021 und hoffentlich bis bald bei uns an Bord. Always Happy Landings, dein Cockpit Buddy, Sobchef. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach einem verrückten Jahr steht nun Weihnachten direkt vor der Tür. Ich wünsche frohe Festtage, ein wenig Ruhe und Besinnung und natürlich im Rahmen der aktuellen Regeln ein schönes Beisammensein mit der Familie und den Liebsten. Alles Gute und frohe Weihnachten. Okay.